sagen. Wie sagt der Guido, hat ja gerade erklärt, wenn irgendwas sein sollte, einfach mit den Händen winken. Nö, ich denke nicht. Nein, also ich denke nicht. Ja, obwohl man unterschätzt es, glaube ich auch. Wa? Das ist, ja, es ist immer unterschiedlich. Ne? Der eine verträgt es besser als der andere. Ja, ja, ja. Ja. Ich meine, wenn irgendwas sein sollte, kein falscher Ehrgeiz. Nee, nee. Wer ist nicht der Erste, sondern nicht der Letzte sein. Gut, ja, dann fangen wir mal an. Also, ich starte auf der sogenannten Dicker Höhe, das ist die längste Gerade auf der Laufschleife. Der schiebt gut. 200 Kilometer lang. Das heißt, wir sehen es gerade über die Messe 500 Meter. Das geht hier mal. Das ist auch schon direkt in die erste Schikane gedacht. Nein, Schikane. Der Bremse ist die letzte Schikane. Ja. Normalerweise die Geschwindigkeitsbremse. So, wir sehen schon die so sehr. Kann ich verstehen. Geradeaus geht's auf die Kopfstrecke. Aber wir haben schon auf der Laufschleife. Wir gehen uns jetzt runter. Links vor. Hatzenbach. Da musst du dann sehen, wenn du 16 Uhr gefahren bist. Das hat sich jetzt wirklich einiges verändert. Das ist nämlich dieses Jahr der Reifenstab. Da war da 1,50 Meter mehr an die Strecke gerutscht. Okay. Das ist auch gleich mit dem Reifenstab. Thank you.
Euro gefahren, aber das kann man ja nicht vergleichen. Das ist ja der Wahnsinn. Also die Höhenunterschiede, das ist... Ja, du machst in einer Runde machst du 1000 Höhenmeter. Krass. Ja, allein die 300 von Breitscheidbrücke bis zur Hohen Acht. Da machst du über die Kurve, ja. Gucken, dann werden nochmal 700 Höhenmeter. Da merkst du manchmal einen Ohren, ja. Wenn du gerade mal so am Schlucken bist, oben so hohe Acht, dann macht er noch einmal so plopp. Physisch merkst du das echt krass, das ist ja. Heftig.